Und damit sind wir im nächsten Yeti-verseuchten Level. Ja, so sieht's aus. Dieses tolle Levelchen nennt sich der Eispalast, wie man da auf der obersten Zeile vielleicht hoffentlich sieht. falls ihr euch noch an das letzte Level erinnert, beziehungsweise an das Levelende, wir sind von da gekommen, an diese Leiter, sind so gelaufen und dann war da auch schon das Levelende, aber ja, da haben wir was völlig anderes gesehen als hier. Da war so ein Gang, der nach rechts führte und hier ist dann auf einmal so ein Raum mit einer Glocke. Merkwürdig, gell? Egal, schießen wir mal drauf. Und dann offenbart sich uns hier dieser Gang und das ist genau derselbe Gang, den wir im letzten Level gesehen haben. Also, die haben das irgendwie von da nach da platziert. In dem Level hier. Wollte ich jetzt nur mal so angemerkt haben. Ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert. So, was erwartet uns denn in diesem neuen wunderschönen Raum? Ja, da erwartet uns ein Käfig mit meinen Lieblingsviechern, die mich im letzten Level überhaupt nicht erschrocken haben. Mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Angst vor euch. Hallo, könnt nicht mehr. Ja, das ist auf jeden Fall gefangen. Das finde ich gut. Könnt ihr mich nicht gleich so angreifen? Hier lag doch was. Genau da. Da liegt ein Big Mac, aka Big Medipack. Das nehmen wir mit. Und sind glücklich. So. Na, meine Lieben. Was macht denn ihr da so? Kann ich zu euch? Ja, jetzt heult nicht rum, nur weil ihr eine Frau gesehen habt. Mensch. Also, Sachen gibt's wie... Ja. Was lag ich hier? Da ist auf jeden Fall noch ein Medipack, also da kommen wir auch noch später hin. Ja, jetzt schreien die hier rum und kreischen rum, weil die scheinbar zum ersten Mal eine Frau gesehen haben und sich beleidigt fühlen, oder was? Quatsch. Was laber ich hier für eine Scheiße? So, hier sind auf jeden Fall solche Platten, wie euch bestimmt schon aufgefallen ist. Und mit denen können wir... Genau, das... Also mit denen können wir hochspringen. Das sind nämlich solche... Hier, ich zeig's euch einfach mal. Fio! Bam! Och nee! Scheiße! Komm ich hier nicht raus? Ja, toll. Aber nur lebendig. Das wollte ich jetzt nicht irgendwie sehen... Das fängt ja schon mal sehr geil, überhaupt nicht gefailt an. Mensch. Ja gut, alles nochmal. Ha, dafür sind diese Platten da, damit man entweder abkürzt oder damit man halt so an hohe Stellen rankommt. So wie diese Glocke da vorne, die ich dieses Mal am liebsten ganz lang. Das ist nämlich das Problem bei diesen Dingern. Wenn man da irgendwie falsch drauf springt, dann fliegt man nicht geradeaus, sondern einfach gerade nach oben. Also, ja, senkrecht nach oben halt. Und das ist... Ach, super. Und das ist halt, wie ihr gesehen habt, tödlich. Weil man aus einer ganz schön weiten Höhe fällt. Ja, endlich. Ja, wenn man diese Glocken anschießt, passiert halt irgendwas. In diesem Fall hat sich jetzt hier das erste Tor geöffnet und um das zweite Tor zu öffnen, müssen wir noch eine Glocke anschießen, die sich da übrigens da oben befindet. Ja, und wie kommen wir da wohl hin? Ich weiß es eigentlich auch schon. So. Bitte. Ach, gut. Dankeschön. Normalerweise faile ich hier immer. Ja, und das ist... Das hat bei mir früher auch immer eine Ewigkeit gedauert, bis ich hier weitergekommen bin, weil ich... Achso, die rutscht hier gar nicht ab. Weil ich hier einfach mal gar nicht gesehen habe, dass hier noch so eine zweite Ebene ist, wo man sich drauf katapultieren kann. So, und dann lassen wir mal die Yetis frei, ne? Und die freuen sich auch schon ganz toll drauf. Und ich freue mich auch schon drauf, weil ich sie wieder... Weil ich wieder ein Feuerwerk aus ihnen machen kann. Ich würde jetzt so richtig chemisch lachen, wenn mein Lachen nicht scheiße wäre. So. Ah, schießt doch nicht daneben. Tja, das war wohl nix. Ui, da ist der Kopf gerade richtig so an uns vorbeigeflogen. Also der Kopf vom Yeti. So.
Der Käfig hier hat sich gesenkt, dafür hat sich der Käfig gehoben. Auch wenn hier irgendwie gar keine Kette dran ist oder so, wodurch die beiden Dinger sich so im Gleichgewicht halten könnten. Also nicht im Gleichgewicht, aber wodurch die beiden dann halt verbunden wären. Aha. So, das Teil nehmen wir auf. Und hier ist jetzt wieder so eine vollgemeine Stelle. Ich, als Kind habe ich da wirklich, ja, ich habe dann das Spiel sofort zugeknallt. Das Spiel zugeknallt. Ich habe meinen PC zugeknallt, also meinen Laptop. Bin ins Wohnzimmer gerannt und habe mich dann nicht mehr getraut, weiterzuspielen. So, ja, das waren noch Zeiten damals. Jetzt überlege ich gerade. Ach ja, was mache ich hier? Ich gehe hier doch nicht weg, ohne das heiligste Geheimnis. Das heiligste Geheimnis zu nehmen. Hier, das ist wirklich das am besten versteckte Geheimnis hier. Also ohne Fackel oder jegliche Art von Licht, also mit Pistolen oder so, würde man niemals sehen, dass hier so ein Block ist, was man rausschieben kann. Ach nee. Ja, und dadurch kann man das Geheimnis eigentlich gar nicht mal so einfach finden. Ja, und das ist jetzt auch voll interessant. Hier, schaut mal, da vorne liegt der Golddrachen auf so einer Säule. Stellt sich die Frage, wie zur Hölle kommen wir da hin? Ja, und dann muss man schon so ein bisschen rumexperimentieren und dann sieht man, da-dam. Hier ist nämlich so eine unsichtbare Brücke, die unsichtbar ist, aber unser Schatten fällt irgendwie trotzdem auf die Brücke, was irgendwie voll interessant ist. Ja, und dadurch kommen wir da dran. Aha. Ich finde es übrigens ganz. Jetzt dachte ich, hätte was gehört. Ich finde übrigens, dass dieser Raum einem Raum aus dem Tomb Raider 2 Director's Cut ganz schön ähnelt. Ja, zu einem Raum, was ziemlich so am Ende kommt sogar. Wenn man das Bonuslevel nicht mitzählt. So. Okay, genug der Spoilerei. Wir gehen dann mal dahin, wo wir hingehen müssen. Genau. Wir haben da gerade diese Luke da hochfahren lassen. Mit dem Hebel. Und da müssen wir jetzt... Oh, Granatwerfer. Das wär's jetzt auch, wenn ich mit dem Granatwerfer die Glocke anschießen würde. Das hat die Menschheit noch nie gesehen. Ja, okay, vielleicht schon. So, gerade positionieren, dass wir die Glocke auch anschießen. Und dann kommen wir weiter. Man sieht hier übrigens, genau, wenn man da genau drauf achtet, dass da noch eine Ebene ganz weit oben ist, wo wir dann noch später hinkommen. So, dann speichern wir mal wieder ein bisschen ab. Und das ist auch ein bisschen schwierig hier. Vor allem, man muss gucken, in welche Richtung man sich am besten springen lässt. Toll. Oh, nein, 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 nein. Nein! Halt dich bitte fest. Oh. Ja, das geschieht dir recht. Wenn du dich eben nicht festhältst. Das passiert manchmal übrigens auch so. Ich glaube, man sollte sich am besten so ein bisschen seitlich. Genau. So. Das ist hier. Na toll, jetzt würde ich gerne was sehen. Okay, da ist das Tor. Da ist die Glocke. Da ist die Glocke. Ja, okay, das ist jetzt nicht so zweideutig, aber manch einer mag hier zweideutig denken. Ich weiß nicht, ob ihr dieses eine Video kennt. Ich wäre fast runtergerollt. Ach, ich sollte weniger labern. So. Gut, dann kommt hier wieder dieses diese typische Leitermelodie. Es klingelt gerade übrigens. Also das Telefon, aber ich werde jetzt nicht rangehen. Ich hoffe, dass man das nicht hört. Ja, dieser Raum, genau. Von hier kann man jetzt übrigens diesen Raum hier erblicken. Naja, ich würde mal sagen, beende ich jetzt mal doch den Part. So, nochmal abspeichern hier und bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.